So, hier ist die Installation ausgewählt. Ich habe hier keine Subscription erworben. Also wird eins nicht funktionieren, die Update-Umgebung. Das ist erstmal auch nicht so wichtig. Wir wollen uns ja nur mal einen Eindruck verschaffen von der Installationsumgebung und den damit installierten Tools, die uns hier der Enterprise Server bereitstellt, und vor allen Dingen auch mal schauen, welche Alternativ- oder Auswahlmöglichkeiten uns zur Verfügung stehen würden. Die Auswahl wird uns gleich eingeblendet. Sieht so ähnlich aus wie beim normalen OpenSUSE. Ein bisschen, ja, professioneller vielleicht. Wobei, das ist auch nur eine Einschätzungsumgebung. Völlig subjektiv. Man muss das ja nicht einsetzen, aber im professionellen Bereich ist das sicherlich eine vernünftige Alternative. Zumal ja sehr, sehr viele Module auch unterstützt werden. Sei es nun SAP oder Virtualisierungsumgebungen in vielfältiger Form, Art und Weise. Quasi out of the box. Wie wir gleich sehen werden, haben wir eine sehr positive Menüauswahl zur Verfügung. Wie gesagt, keine Subscription, also Unterstützung erworben. Und hier schalte ich mal um auf Deutsch. So, das könnten wir installieren. High Performance, SAP, Desktop, Management Server, Management Proxy, Retail Branch Server. Ich nehme jetzt mal den Enterprise Server 15 SP3. Ganz wichtig, ich akzeptiere alles, was es gibt. Sieht also immer noch alles so aus wie, ja, quasi normales OpenSUSE oder ein Tumbleweed. Wie ich die Registrierung jetzt überspringe, mangels Subscription, dann fehlt mir natürlich die Updates und die Sicherheitskonfigurationen, nämlich die, die dort als Update zur Verfügung gestellt werden. So, sieht man hier, ne? Containermodule, Desktop, Live-Patching, Public Cloud, Python, Enterprise-Hochverfügbarkeit, Workstation, Transaktionsserver. Ich lasse einfach mal die Standards an. Wir wollen einfach mal sehen, was uns denn bereitgestellt wird und Base-System, Server-Application-Modules. Kommt alles aus der ganz großen ISO. X-Server. Text-Modus, ich nehme mal minimal. ButterFS wie beim OpenSUSE auch. Das Filesystem. Passwort wird jetzt wieder zu einfach sein, aber auch das Spiel kennen wir schon. So, gucken wir mal. Softwareauswahl. Ja, Hilfe- und Support-Dokumentation könnte man noch nehmen. Server Utilities, warum nicht? So, da haben wir jetzt Dateiserver, Druckserver, Mail-Server.
Also sieht alles ähnlich aus. Das ist natürlich primär anders. Kann man Kriterien, Basissystem, zusätzliche Funktionen, ja. Wird so ein bisschen Command Line Utility sein. So, hier mache ich Windows X Windows an. Schriftarten ebenso, ist natürlich völlig übertrieben für einen normalen Standard-Server. Gar keine Frage. Aber ich möchte ja so ein ähnliches Produkt installiert bekommen. Wie ich es bereits kenne. So installiert. Auch sehr schön, ne? Installation, Warmlauf. Etwas über 1100 Pakete, das sollten wir jetzt mal laufen. So, ich habe mir mal die SUSE Linux Enterprise 15 SP3 geholt. Ups, die sich momentan nicht installieren lässt. Da gibt es irgendein Problem in der Konfiguration. DVD-Laufwerk starten, ist eigentlich richtig. Ja, er startet aber nicht. Ganz klar, mein Fehler. Die sichere Umgebung war ausgeschaltet oder eingeschaltet in diesem Fall. Und wenn das entsprechend ausgeschaltet ist, dann passt das.